Das war doch eine schöne kleine Erholung, oder? Ich würde gerne noch weiter sitzen bleiben. Aber so ein bisschen genießen, das reicht doch schon, oder? Wenn man Her Name is Connie gehört, Connie ist jetzt ab sofort in dieser schönen Welt ein freier Geist. Ich hoffe, John kann sich damit abfinden und wird es auch lernen. Wer findet er den Platz hier ja und setzt sich eines Tages einfach hin? Das wäre sehr schön. Gibt es hier irgendwas? Können wir den Baum hochklettern oder so? Ich glaube nicht. Oh, aber hier können wir gucken. Auch wieder super schön. Hier sollte auch so ein Radio-Ding stehen. So ein Player. Könnte man gut alles genießen. So, ich gehe jetzt mal wieder schnell darüber. Wir sind ja den ganzen Weg schon gegangen. Da wollen wir nicht zu langsam sein. Ist aber echt schön hier, wie bereits gesagt. Hat da gerade jemand geschrien? Oder habe ich mir das eingebildet? Ich habe Help verstanden, als ob jemand Hilfe ruft. Ich glaube, ich war schon paranoid. Oh. Spray rebelliert. Spray geht wählen. Spray, traue nur dir selbst. Moment, bevor wir das machen, können wir hier rein? Oh, wir können hier weitergehen. Ah, jetzt ist die Frage, geht es da hinten weiter? Können wir hier reingehen? Wir machen mal geht wählen. No vote, no voice. Ah. Aha, es wollte gerade dunkel werden. Wir gehen erstmal hier lang. Ich will nicht irgendwo reingehen, wo ich was verpassen könnte. Was wäre denn hier? Geht's hier generell weiter? Ich hoffe nicht, weil ich würde gerne in diese Höhle reingehen. Aber wir wollen ja nichts verpassen. Das Spiel scheint ja generell ziemlich kurz zu sein eigentlich. Aber hat Wiederspielwert. Das finde ich schön. Indie-Spiele mit Wiederspielwert sind wundervoll. Allgemein, Indie-Spiele sind super. Heutzutage ist das das, wo man am meisten drauf bauen kann. Denn die großen Spiele, ja, kritisch, ob die gut werden. Also letztes Jahr kamen ziemlich viele gut raus, muss ich ganz ehrlich sagen. So wie Hogwarts Legacy oder Baldur's Gate. Schöne Spiele, schön gemacht. Aber es gibt natürlich auch wieder ein paar Reihenfälle, wie King Kong. Das war ja schrecklich. Das sah ja nicht gut aus. Also sind mir Indie-Spiele immer ganz lieb. Ein Stein hinzufügen, ein Stein zerstören. Ach komm, wir fügen mal hinzu. Wir sind mal friedlich. Oh, war gut für die Seele. Können wir hier hochgehen? Ja, können wir theoretisch, aber ich möchte erstmal hier rein. Falls ich das nicht bereue, was ist das? Ach! Zwei verrückte Räuber! Sie haben ihr... Was? Mr. Bestie? Again? Die haben ihre Sonja wieder verpasst. Das ist wahrscheinlich damit gemeint. Ach, hier könnten wir schlafen einmal. Ich glaube, das müssen wir auch. Ich hoffe nur, hier kommt in der Zeit niemand. Wollte noch langsam mal essen oder sowas, ne? Irgendwie. Wir sind seit Tagen unterwegs und haben nur einmal was gegessen. Komm, wir erholen uns mal ein bisschen. Ich hoffe, das hat keinen negativen Effekt, dass wir uns erholen. In so einer alten Höhle. Ich meine, cool ist sie, aber ich hätte ein bisschen Angst, da zu schlafen. Am Ende kommt nachts dann ein Tier rein. Haben wir ein bisschen Erholung dazu? Ein Balken nur? Na gut, ich meine, nach den ganzen Tagen, in denen wir nur gegangen sind, ist ein Balken ganz praktisch. Ist besser als nichts. Immerhin müssen wir ein bisschen mit Energie die Grenze überqueren. Wir haben auch Glück, dass hier jemand schon war und das alles aufgebaut hat. Auch die Lampe da gelassen hat, die natürlich auch an war. Ein sehr glücklicher Zufall. Hinter uns ist nichts. Nein, ich habe Angst. Ganz ehrlich, so ein Roadtrip-Spiel als... Oh, die Polizei. So ein Roadtrip-Spiel als Horrorspiel wäre geil, oder? So wie mit dem Typen, den wir gerade eben hatten. Aber halt nur Horror die ganze Zeit. Und ich glaube, wir haben tatsächlich die gute Entscheidung getroffen, dass wir zu Fuß gehen. Weil wären wir auf den Straßen unterwegs oder würden trampen, dann hätten wir wahrscheinlich das Pech mit der Grenze und der Polizei, dass sie uns eher noch erwischen würden. Oh, wir müssen die Straße lang gehen. Okay, never mind, was ich gesagt habe. Wir gehen wieder zur Straße und nicht mehr weiter den Buschweg. Wie scheint gleich das zu sein, ne? Ja, 0 Kilometer, wir sind da bei der Grenze. Wir sind bei dem Ort angekommen, wo wir hin mussten. Ich hoffe, 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 wir werden nicht erwischt. Ich hoffe, irgendjemand hilft uns von den Leuten, die wir getroffen haben. Hoffentlich nicht Jared, den würde ich nicht nochmal gerne wiedersehen. Der macht mir Angst. Allein schon sein Blick macht mir Angst. Auch wenn er wahrscheinlich nur ein traumatisierter Vater ist, aber ja, das wollen wir nicht riskieren.
Ab den Berg hoch. Gut, dass wir uns nicht... Ich hatte Angst, dass die ganz an die Straße gehen. Das wäre mir nicht lieb. Ah, hier stehen sie schon. Da ist die Grenze. Okay, wir gehen wirklich direkt zur Grenze. Haben wir denn Ausweisdokumente oder irgendwas? War dann, können wir hier runter? War dann, hat er nicht der eine Typ gesagt, John, wir sollen uns einfach lieber irgendwo einsperren und nicht rauskommen und leise sein? Ach, hier ist so ein... Okay, hier ist so ein Parkort für die Grenze. Okay, Gott sei Dank. Ist hier irgendwas Cooles? Ja, gerne. Bitte, bitte, bitte. Danke, danke. Moment, erstmal. Was läuft im Fernseher? Was ist das? Ach, nicht schon wieder der Einsturz. Was, Sonja? Frag mich, ob wir mehr tun können für das Kind am Anfang. Für. Wie hieß der denn noch? Alex vielleicht? Komm, wir tun was ums Glücksschwein. Was steht denn da? Ich kann das nicht lesen. Ach, danke und viel Glück stand da unten. Wer hat den Einsturz verursacht? Hm. Wäre ganz praktisch. Außerdem, ich will mal ganz kurz sagen, ich wollte eben anmerken... Oh mein Gott, da sieht man die Grenze. Ich wollte eben anmerken, ich finde das super... Eigentlich eine super Idee, an einer Grenze einen Snackbar aufzustellen für die Leute, die hier durchkommen. Weil die würden sich bestimmt während der Wartezeit was kaufen. Also ein guter Profit kann man gut machen. Aber diese Preise sind echt arschig dafür, dass die Leute versuchen, ein besseres Leben zu bekommen oder zu fliehen. Na gut, einige sind wahrscheinlich einfach nur, wie man sieht, hier die Laster, die irgendwas transportieren. Aber 10 Euro für das? Was ist das überhaupt? Da beiß ich einmal rein und dann ist es vorbei. Das ist ganz schön eine Abzocke. Weißt du, wie ich die Grenze überqueren kann? Oh, tut mir leid. Nein, nein, tut mir leid, will ich nicht. Auf jeden Fall. Oh, seine linke. Okay. Gott sei Dank haben wir Geld. Dankeschön. Okay. Er zeigt da unten hin. Sehr nett von ihm, danke. Guck mal, wir kaufen auch was extra. Wir nehmen mal was zu essen. Dankeschön. Vielen Dank für die Hilfe. Boah, wir könnten hier lang gehen. So wie... Ja, stimmt. So wie... wie John es gesagt hat. Jetzt haben wir die wichtige Entscheidung. Entweder gehen wir runter und wir riskieren, jemanden zu bestechen, dass er uns hilft. Oder wir schleichen uns hinten rein. Sollen wir... Ich meine, wir haben genug Geld, um zu bestechen. Oder sollen wir uns reinschleichen? Ich hoffe, uns bleibt beide Optionen frei, dass wenn wir hier lang gehen, dass wir auch noch zurückkommen können, zur Not. Weil John meinte, wir sollen uns reinschleichen, aber wenn die verschärfte Maßnahmen haben... Ist das Polizei? Wenn die verschärfte Maßnahmen haben, dann könnten wir ein Problem haben, dass sie untersuchen und uns dann hinten finden. Ich dachte, da liegt was. Wer bist du? Scheiße, es ist Beobachtungskosten. Ich will nur durch. Okay, dann gehe ich. Verdammt. Ich bin kein Bulle, okay? Gott sei Dank. Ich dachte, wir müssen ihn jetzt... Dankeschön. Ich dachte, wir müssen ihn jetzt bestechen. Ehrlich gesagt dachte ich, es wäre einer von den Beobachtungsposten von den Polizisten oder so. Ich frag mich, was da hinten los ist. Man hört das richtig. Der Alarm ist angegangen. Ah, was ist denn das hier? Hier sind die Schmuggler wahrscheinlich, ne? Ich will die Grenze überqueren. Wie wär's hiermit? 100%, du musst mir helfen. Oh, schade, dass ich das nicht kann. Was ist das genug? Wir gucken erstmal. Bei ihr 50. Was ist mit den anderen? Weißt du, wie man am besten über die Grenze kommt? Kennen wir den Typen? Nee, den kennen wir nicht. Yes, but I don't have enough money. Finding your freedom can be expensive. Maybe I should just give up anyway. Wenn wir Geld übrig haben, könnten wir ihm Geld geben, ne? Moment, ich guck mal. Wir reden später nochmal mit ihm. Hey man, want some advice? Was denn? Klar. Don't try crossing over the mountain. Oh ne, habe ich schon gehört. Aber warum? I saw a guy from the peak one time. He screamed all the way down.
Man sollte sich... Oh mein Gott. Wäre es nicht sinnvoll, sich vielleicht so einen Gleiter zu besorgen und dann da den Berg hochzugehen und hinten rum zu fliegen mit einem Gleiter? Mach's gut. Viel Glück. Viel Glück. Dankeschön. So, gibt's hier jemanden, der uns das noch billiger macht mit dem Schmuggeln? Ja? Wohin führt sie? Der Tunnel, von dem wurde uns erzählt. Oh nein. Das wäre sadistisch. Wer hat uns das mit dem Tunnel erzählt? Verdammt, also John war das mit dem Lastwagen. Wer hat uns das von dem Tunnel erzählt? War das Zoe? Weil, wenn... Zoe ist ja für diese Flores oder wie die hieß. Wenn das von Tyrek ist und jetzt jemand von Tyrek erzählt hat, dann ist das bestimmt jemand, der uns nur versucht zu veräppeln, dass wir hier durchgehen. Oh, wir müssen das sowieso aufknacken, wenn überhaupt. Ah, oh, ich weiß nicht, wer uns das gesagt hat. Es könnte Zoe gewesen sein, dann wäre es sicher. Aber wenn es nicht Zoe ist, hätten wir ein Problem. Ich glaube, ich gebe dem Typen da Geld und dann bezahle ich die andere. Hier, hast du schon mal versucht? Ach, schade. Ja, glücklicherweise. Okay, kann ich ihm... Ich kann ihm kein Geld geben mehr, weil ich gefragt habe. Dein Ernst? Ich würde dir gerne Geld geben. Hallo? Ich kann ihm kein Geld mehr geben. Wie gemein. Na gut, ist das genug? Okay. Okay. Kann ich für noch eine Person mehr bezahlen? Ich meine, ich habe das Geld. Ich würde gerne noch für den Typen bezahlen, der da auch nicht rüber kann. Ich könnte ihm ja leider kein Geld mehr geben, sonst würde ich ihm 50 geben dafür und er kommt mit uns mit. Wieso nicht? Wir haben ja über 200 gehabt. Jetzt haben wir noch 200, glaube ich, ne? Ich glaube, wir haben 258 oder sowas gehabt. So, ich bin gespannt, ob wir es schaffen. Ob das die richtige Entscheidung war, nicht das aufzuknacken oder Tunnel zu benutzen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es war richtig. Ja, wir haben jetzt noch 203. Okay, bevor wir weiter gehen, ich brauche, was wir agreed on. Ja, hier. Ich muss den Preis nicht runter machen. Ist okay. Ich habe da gerade irgendwas gehört, das gefällt mir nicht. War das ein Bär? Gibt's da Bären? Ich kann auch hier... Na, weiß nicht, hier sind Wälder, ne? Wer weiß. Oh Mann, habe ich mich erschrocken. Was soll das? Gott. Huch, wer ist das denn? Können wir dir helfen? Ich habe versucht zu crossen. Ich glaube, meine Nachtvision ist non-existent. Ich habe ein paar Geld. Kann ich mit dir gehen? I'll need more than that, kid. Kann ich ihm noch was dazu geben? Hier, ich bezahle für ihn. Ja, komm. Ich hoffe, das ist aber nicht schlimm, dass wir ihn mitnehmen, weil mehr Leute, ne? Mehr Probleme. Ich verstehe auch gar nicht, ihr hättet doch auch heimlich einfach hinterhergehen können, ne? Weil wir sind hier im Wald und gehen einfach spazieren. Aber egal, 10 Euro ist ja wirklich nicht viel. Ich dachte, wir müssen für ihn auch 50 bezahlen. Wo? Oh, da. Okay, wir bleiben hier. Da ist doch irgendwas. Oh, du kommst schon wieder. Was ist los? It is him. But since there are two of you, more. I know it. Und wie viel? Ah, 25. Ja, ich habe das Geld. Gott sei Dank haben wir uns Geld gespart. Sonst hätten wir hier voll versagt. Wir hatten so ein Problem, wenn wir das nicht dabei hätten, das Geld. Du hättest mich fast die Reise gekostet, verdammt. Nein, ich hab Gott sei Dank noch 118. Wie schnell das runtergeht. So, you're afraid? Ach, ein bisschen, ja. Me too. Wir schaffen das schon. You can come down. Wir kriegen das hin. I got two kids here. Let them cross. Come on, this way. Okay, danke schön. Vielen Dank. Gut, dass wir vorher noch geschlafen haben in der Höhle und was gegessen haben. Das war wichtig. Oh mein Gott, wir sind ja echt bei der Grenze. Danke für deine Hilfe. Trotzdem danke. Hättest du nicht machen müssen. Geht's hier rüber? Oh mein Gott. Nein, ernsthaft? Was sollen wir tun? Danke. Nein, ich wollte ihn nicht vorgehen lassen. Ich habe außerdem das Falsche gedrückt. Ich wollte ihn nicht gehen lassen. Ich habe das Falsche gedrückt.
Na, ich habe das Falsche gedrückt. Das war so schnell. Da wäre ich ja doch lieber vorgegangen. Oh nein, wir sind im Gefängnis. Das ist unser Ende. Oh nein. Es war so knapp und ich habe das Falsche gedrückt. Sonst hätten wir es geschafft. 86 Tage später, Election Day, der Wahltag. Tyrek hat gewonnen, oder was? Nee, es brennt. Okay, nicht Tyrek hat gewonnen. Floris hat gewonnen, oder wie die hieß. Glaube ich. Oder? Before one journey that ends, others are only beginning. Oh, es ist ärgerlich. Ich habe nur einen falschen Knopf gedrückt, weil ich schnell gedrückt habe. Ich habe ja gar nicht gecheckt, dass da eine Auswahl kam und dann habe ich schnell gedrückt. Nein! Verdammt! Wir hätten so knapp das geschafft. Oh, und das war's schon. Warte mal, Episode 2. Es gibt mehrere Episoden? Ach, tatsächlich. Wir sind hier. Und da geht's noch weiter und wir spielen andere Leute dann. Ist das cool. Du hast mehr Energie. Und die haben wir alle für den neuen Spieler freigestellt. Ne? Wir können ein neues Spiel machen, wir können fortsetzen. Wie cool. Es gibt wahrscheinlich 3 Episoden dann, oder wie? Oh mein Gott. Okay, dann können wir direkt weitermachen, ne? Ich glaube, also ich mache persönlich jetzt kurz eine Pause, weil wir haben die ganze Episode in einem Ruck durchgespielt. Aber mega geiles Spiel bisher. Also die anderen Episoden spielen wir auf jeden Fall auch noch.